Moin Moin Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge Resident Evil. Das letzte Mal haben wir hier Paddy Hardy mit Lukas, sind in seinen Bumskeller hier reingekrochen und haben leider Gottes ein unrühmliches Ende gefunden, zu Ende der letzten Episode. Und Existence muss sich jetzt hier doch weiter durch den Keller kämpfen. Ich weiß gar nicht, ob die Kisten hier jetzt wieder gespawnt sind. Wenn ja, wissen wir ja, welche Bumm machen und welche nicht. Falls das nicht zufällig ist. Also die vordere macht nicht Bumm, die hintere macht Bumm. Gut, dann kann ich bei der vorderen einfach das Messer nehmen. Die kann genau. Lukas sich in den Arsch schieben. Und da ist Pistolenmunition drin. Oh, genau. Kam nach diesem Öffnen davon schon gleich der Molded? Nee, ne? Nee, der kam hinten, weiter hinten. Brennstoff. Letztes Mal war Pistolenmunition drin, ne? Letztes Mal war Pistolenmunition drin, ja. Das heißt, wenn ich jetzt mich quasi gerade um 180 Grad drehe und so laufe, müsste ich dann den Molded einfach sehen, ne? Nein, sollte es nicht, weil da ist eine Sprengfalle auf dem Weg. Oh, stimmt, irgendwas war da. Da vorne sehe ich sie schon, ja. Ah. Was so. Für ein Hurensohn. Sneaky Stabbin, Alter. Ja. Wo kam der jetzt eigentlich her? Der kam da irgendwo von rechts, oder? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall kommt der jetzt gar nicht mehr. Was hat er davon? Das hat er davon. Ich habe jetzt wieder die normale Munition reingenommen. Der Raum sieht für mich auch ziemlich Hurensohn. Raum sieht für mich ziemlich verdächtig aus. So, das ist wieder eine Sprengfalle, musst du aufpassen. Ja. So, da ist noch eine Sprengfalle. Ja, sollst du nochmal rausgehen auf dem Raum. Wieder dann schießen, ja. Ja. So, die dürfte es jetzt hinter sich haben. Es gab mehrere Sprengfallen? Ne, ist nur die eine, ne? Ja, die dann noch. Und hier ist auch noch was. Aber da dürfte ich jetzt so rankommen, wenn ich beinahe gedacht. Ja. So. So, ich hoffe, jetzt kommt kein behinderter Molded hier rein. Oh, eine antike Münze. Nice. Jetzt findest du noch eine. Hier darf jetzt kein Molded reinkommen. Dann sprengt er mich ins Nirvana, sag ich mal. Was haben wir da? Steroide. Steroide. Nice, oh. Da kriegen wir weniger Schaden. Alter. Das war so klar, ne? Das Problem ist leider, dass er das einfach halt Lebensenergie abzieht, ne? Ja. Das ist halt echt das Problem daran. Schau mal, kannst du gerade die Steroide reinhauen? Ja. Benutzt die mal. Einfach mal wieder die Nadel in den Arm jagen, die wir gerade gefunden haben. Das heilt also auch direkt 100%. Ja. Das ist ja, natürlich schön. Also an sich ist die Idee mit den Sprengfallen, glaube ich, eigentlich schon ganz nett, aber dass es natürlich Leben wirklich abzieht, ist das. Mehr so mäh, sag ich mal. Wo war das andere? Da, ja. Genau. Hier nichts mehr. Da kann ich natürlich auch noch mal kurz gucken. Ja. Nö. Scheint aber nichts zu sein. Da musst du in diesen Bumskeller hier nochmal rein. Ich hier in diesen Raum rein. Ich glaube, ich nehme auch direkt die verstärkte Pistolenmunition rein, muss ich sagen. So. Die Flinte heben wir uns für den Lukas auch, ne? Das sieht hier auch schon so richtig schön verdächtig aus. Kommen bestimmt mehrere von diesen Springviechern. Hörst du es schon? Ja, man hört sich schon, ja. Aber das sind doch die normalen. Kommt doch wieder was von hinten? Nö. Ja, wir können sie ja erstmal versuchen, irgendwie durch die Sprengfallen zu locken. Da haben wir ja genug. Stimmt, wo ist die nächste hier rechts, ja? Ne? Dann musst du da um die Ecke ducken und da drunter. Das kann ich mal versuchen, ja. Geht aber nur bei denen da. Genau. Lauf, lauf, lauf. Komm mal her, Kollege. Ja, genau so lang. Oh, ist der Arm ab? Das ist aber schade. Alter, Rambo. Ja, Mann. Hier, Breakdance. Was willst du jetzt? Was, hat er mich noch gebissen? Ja. So, na, das hat er davon.
Alter, du bist ja hier voll Close Combat Expert, Mann. Ich muss eigentlich sagen, ich habe eigentlich erhofft, dass der quasi nach dem Motto keine Hände, keine Kekse, dass er gar nichts mehr machen kann, aber dass er einfach mal in mein Head reinsnackt, das fand ich nicht so schön. Aber hat jetzt, glaube ich, auch nicht ganz so viel Schaden gemacht. Haben wir noch irgendwo eine Falle? Nee, ne? Ja, ein bisschen weiter hinten. Wo ist die? Oh, könntest theoretisch hin, könntest du den hier durch diesen einen Raum hier links kiten dann und dann auf den Karton da schießen, der auf dem Boden steht. Wenn ich durch. Ah ja, das ist halt mega weit, ne? Ja. Das ist, glaube ich, ganz schön weit. So, Wir sind da irgendwas in der Ecke, da wo der stand? Nur bin ich hier gerade. Was war's? Kraut. Okay. Wir haben eine leichte Chemikalie, da können wir uns ja mehr oder weniger dann. Was ist denn mit ihm, Alter? Oh, Lumpi hat keine Füße mehr. Ich will jetzt eigentlich versuchen, dass jeder Schuss zumindest trifft. Ja. Naja, okay. So, der ist hinter sich. Wieso hat der eigentlich keine Füße mehr? Alter, Junge. Vielleicht war das mal Usain Bolt. Nee, wie heißt dieser australische Läufer? Alter. Oh, der macht ja... Nee. Da fand ich auch nicht mehr weg. Nee. Der schlägt ja so schnell, Alter. Der schlägt ja so schnell. Okay. Also auf Entfernung bleiben. Ja, aber es ist nervig, Mann. Weil wir haben echt nicht viel Moon. Ja. Oh Gott. Ja, aber wir wissen ja immerhin, was kommt. Ja. Aber naja. Die erste können wir kaputt machen. Aufgesammelt. Die da kann man auch. Pistolenmunition ist mir auch eigentlich lieber, muss ich sagen. So. Kannst du direkt die harte reinladen? Ist drin. Ah, ne, ist noch nicht drin. So. Der hat's hinter sich. Der hat's hinter sich. Sehr schön. Ein Schuss, ein Schrei, das war Karl May. Oh, ja. Und da durch. Dann einmal aufmachen hier. Raus wieder. Ja. Raus aus der Entfernung. So. Das haben wir jetzt auch. Dann kommt man hier lang, nur da noch nicht. Ne, genau. Die antike Münze wieder mitnehmen. Ah, und da Steroidis. Wie geht's uns denn eigentlich? Geht noch. Ich frage mich, ob ich jetzt die Steroide reinnehmen soll. Nee, dann mach's gleich. Ja, danach, ne? So. Der Kollege wird da wieder durchgejagt. Hola. ¿Qué tal? Hola, chica. ¿Qué pasa? So. Komm mal hierher, genau. Schlag ihn hart! Ist daneben gebissen! Jawohl, hier! Yeah. Was ist los? Ja, ne? Oh, Alter, das ist der Mean Motherfucker vom Herrn, der da kommt! Kannst du vielleicht mit dem Flammenwerfer ein bisschen versuchen anzusehen? Ja. Aber der ist jetzt nicht der schnellste, der Kollege. Spring ruhig. Ist der tot? Nein. Doch. Ah, 100 Schuss für 4 ist schon ein bisschen viel. Das ist schon hart, Alter. So, wir haben die harte Pistolen-Moon drin. Ich nehme aber erstmal wieder die Easy Peasy Moon. Dann versuche ich den Typen damit ein bisschen anzusoften. Ja, da war einmal ein Kraut. Dann nehmen wir das Kraut, so. Ich habe aber normal eigentlich kein Problem damit, gegen die Viecher zu kämpfen. Für mich ist halt momentan einfach nur das Wissen, dass wir recht wenig Moon haben. Ich stehe jetzt da hinter dem Komposthaufen hier. Ja, danke. Ja. So, einmal nachladen, laufen.
brauchen so viel, Alter. Ja. Hä? Alter. Lauf, lauf, lauf. Sorry, aber ganz ehrlich, wie viel brauchen die denn? Weil das ist halt der Grund, das ist halt das, was mir momentan am meisten Probleme macht. Jetzt kannst du jetzt den Dings reinhauen. Steroide. Alter, dieser angetackerte Arm, Mann. Mm. Dass er den schon längst abgefault ist. Ja. So. Kannst ja eigentlich auch direkt ein leichtes Heilkit herstellen noch. Ja, stimmt. Der da, genau. So, okay. Jetzt haben wir hoffentlich ein bisschen Ruhe, nachdem wir 4 Viecher wieder getötet haben. Jo, da liegt was. Flint Moon? Ja. Schau mal, kann man... Ja. Ja, nice. Gut. Was ist das? Trenner? Oder nee, Schießpulver. Schießpulver. Also auch sehr schön. Wollen wir jetzt mal schwere Chemikalie? Oh. 44er Mac Moon. Fehlt uns aber auch noch eine Münze für. Ja, fehlt uns noch die 44er Mac für. Ja. Ja, okay. Vielleicht finden wir die ja noch und dann können wir zurücklaufen. Würde uns unsere Aufgabe auf jeden Fall erleichtern. Ja, das denke ich wohl auch. Zum Herstellen habe ich momentan nichts. Ich benutze einfach mal die Pistole oder die Flinte. Ne, Pistole, die Flinte würde ich für den Hayupai oder... Es geht halt, weil wir halt, das sind halt auch 14 Schuss von der verbesserten Pistolenmunition gerade, mit der ich kämpfe. Kann man hier irgendwas erkennen? Ich will mich jetzt auf jeden Fall erst genauer umgucken, bevor ich irgendwo hinlaufe. Ja. Das sieht aus wie ein, könnte ein Safe-Raum sein. Das sieht aus wie ein Safe-Raum, ja. Das ist ein Safe-Raum. Ah, sehr schön. Das ist schon mal gut, Männers und Frauens. Pillen, Flintenmoon. Sehr schön. Gut. Du weißt, aber wenn wir so viel finden, ist das meist nicht gut. Ja. Ein Videospielgerät hier. Hier wurden bestimmt so 70er-Jahre-Pornos gedreht, Alter. Guck mal, warum liegt denn da Stroh, Gecko? Keine Ahnung, warum hast du eine Maske auf? Ja, das wüsstest du gerne, du Schlingel. Du weißt, wie der Dialog weitergeht? Nein, ich kenne sowas nicht. Einmal speichern hier, genau. Können wir jetzt irgendwas machen? Die Pillen gehen einfach weg. Die Pillen können wir weglegen. Wir könnten uns schwere Pistolenmunition noch herstellen. Mhm. Was wir wahrscheinlich auch machen sollten. Denke auch. 44er Mac Moon können wir auch erstmal wegpacken. Ja, und die antike Münze auch. Genau. Die kann auch weg. Und ansonsten können wir eins der beiden Gewehre weglegen. Ja, ich würde mal die Schrotflinte wegnehmen. Wenn die beide die gleiche Munition verbrauchen, dann brauchen wir auch nochmal eine mitnehmen. Ja. Dann, weiter unten müsste das starke Chemie-Gesülze sein. Haben keins mehr. Ah, scheiße. Dann würde ich das Schießpulver trotzdem mitnehmen. Naja, genau. Das Schießpulver nehmen wir mit. Dann haben wir ja noch ein bisschen mit dabei. Wie groß ist denn der Granatwerfer? Zwei. Zwei Felder. Ich glaube, wir lassen ihn erstmal hier, oder? Ja. Wir lassen ihn erstmal hier. Okay, wir haben ansonsten noch eine Menge Kraut auf jeden Fall. Ja, okay. Dann speichere ich jetzt einfach nochmal, weil ich es kann. So. Munitionstechnisch sieht das jetzt wie aus. 8 Schuss, 14 Schuss und 277 Flammenwerfer. Ja, wobei das ist jetzt nicht ganz so geil, ne? Ja. Wahrscheinlich, wenn ein Boss kommt, wenn ein Boss kann. Mama, Papa, du wolltest sagen, wenn ein Bosskampf kommt. Wird bestimmt noch irgendwo ein bisschen Munition rumliegen, weil so asozial wird das Spiel nicht sein, dass es dich dann komplett wehrlos dann hinstellt, falls du dann keine Ahnung hast. Nee, ich muss, das ist teurer, das ist teurer. Ja. Oh, Chemikalie. Ja, aber leichte, da will ich mir eher Heilung von herstellen. Okay, also ich stelle jetzt erstmal nichts her, weil... Ja, weil einfache Pistolenmunition haben wir ja gesehen, die bringt leidlich wenig. Ja, also ich habe ja jetzt echt auf Höhe Kopf-Hals gezielt von dem Vieh.
Hab, glaube ich, zweimal gut daneben geschossen, aber trotzdem, wie viel Schuss hat denn der verbraucht, ey? Das war schon echt nicht. Geh hier einfach noch ein bisschen näher ranlaufen. Vielleicht sieht man erstmal schon mal irgendwas. Das ist auch irgendwie ein Knopf. Und da unten ist auch so ein Schaltpanel, da hinten ist wieder. Die mehrere Kisten. Mehrere Kisten sogar. Ach, ja. Da ist noch eine Kiste. Du musst. Ja, ich frage mich jetzt halt nur gerade, ob ich nicht vielleicht leichte Pistolenmunition herstelle, um dann die Kisten zu schießen. Weißt du? Wäre wahrscheinlich eine Idee, ja. Anstatt dann da hinzulaufen, reinzustechen und dann jedes Mal dann mach das. Auf den Sack zu bekommen. Ne, kannst du jetzt schon direkt machen. Ach, stimmt, haben wir momentan, ne? Stimmt. Das ist da, ne? Ja. So. Man könnte jetzt natürlich auch assi sein und sagen, okay, wir schießen jetzt auf alle einmal drauf und dann laden wir oder sowas, aber das ist halt zu dämlich, das ist zu gimpi-mimpi. Es schießt einfach erstmal auf die da, genau, die wir uns holen können. So, okay. The crate was not a lie. Stark, flüssige Chemikalie, das ist schon mal nicht schlecht. Brauchen wir nur wieder Schießpulver. Ja. Ja, aber generell ist es, glaube ich, einfach safer, ne? Ja. Wenn man. Ich muss da jetzt runterspringen, oder was? Oder du kannst versuchen, da auf den Knopf in diesem Käfig zu schießen. Aber ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, aber... Da? Ja. Kannst du auch mal versuchen. Nee, auch unten drunter. Ach, das da? Ja. Okay, ich dachte, das wäre einfach nur so ein Gemälde, aber mal gucken. Nein. Nee. Okay, dann lade ich mal wieder die andere Moon erstmal rein. Falls uns irgendwas über den Weg läuft. Ja. Uns wird etwas über den Weg laufen. Ja, das wird es. Ich wollte gerade schon mal gucken, ob ich irgendwas sehe. Ich werde dann erst da oben, sieht es sicherer aus. Ich werde jetzt gleich mal runterspringen und da hochlaufen. Ja, Junge, stell dich mal nicht so an, Alter. Das waren 1,50 Meter. Weißt du, er läuft hier durch die Gegend, rettet seine Frau, kämpft gegen alle Leute, aber der läuft mit der Geschwindigkeit. Meine Oma mit dem Rollator ist schneller. Ja, und Theorie. Sie Power. Ja, sie top. Und wenn der irgendwo einen Zentimeter runterfällt, braucht er erstmal eine halbe Minute, um sich zu recovern. Am Arsch steckt der Hammer, mein Freund. Nicht mit den Knacklappen. So. Dann steht erstmal vor, du kannst halt nicht speichern ohne Videokassette auf Madhouse oder Irrenhaus. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Brennerkraftstoff, toll. Ja. Besser als gar nichts. Ja. Der Herr sagt, man soll dankbar sein für das, was man hat. Da kommt eine Batterie rein. Ja, aber bevor du die da reinsteckst, erstmal umschauen. Ja. So. Ah, guck mal da. Kann ich direkt wieder ändern. Oh. Sieht aus wie Chemikalien. Da ist noch eine Kiste, ne? Alter. Ja. So viele Kisten hier. So, dann wollen wir doch mal checken. Hier. Brennerkraftstoff, ey. Also ich habe lieber 6 Schuss normale Pistolenmunition als 30 Brennerkraftstoff. Eine Tuba. Tuba? Ja, das ist eine Tuba, da. Und da ist Flintmunition, okay, das war schön. So, So. Da könnten wir die Batterie reinstecken. Ja. So. Dann wechsle ich noch einmal die Moon. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Aha, da hat er aber Fusch am Bau, ey. Hör auf nach oben am besten. Direkt. Ladies and Gentlemen, Jungen und Mädchen, willkommen beim Scheunenkampf! Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben... Alter. Du, mich auch! Was war das, Alter? Du verzeihst mir, wenn ich die Flinte benutze? Nee, Wie du im Leben mit Widrigkeiten umgehst, mach dich erst zum Mann. Alter. Nachladen.
wehtut. Was für ein Stück Scheiße. Oh. Fettsack ist tot, Fettsack ist tot. Ah, er war sowieso nie mein Favorit. War auch irgendwie. Schau mal, kannst du da irgendwie jetzt in den Käfig rein, da wo der herkam? Ja, da wollte ich ja gerade hin. Da kam er da unten raus. Ist auch der einzige Weg, wo wir hin können. Ja. Ja, aber wie es da weitergeht? Dann gehen wir da rein in den Bumskäfig. Hier? Ja. Okay. Muss ja noch nicht den Knopf da drücken. Genau. Okay. Aber irgendwie war der Kampf, habe ich jetzt mehr erwartet. Ja. Aber naja, Fettsack war halt nur Fett. Ne? Okay, ja. Dann ging das doch hier. Halbwegs gut, würde ich sagen, in der Folge. Und ja, was uns hinter dieser wunderschönen Tür erwartet, wird in der nächsten Folge der Gecko herausfinden. Ja, dann kennt ihr ja alles, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, würde uns freuen. Und ansonsten, ja, bleibt uns nichts zu sagen als Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.